Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, stimmt. Wir haben eine neue Mission bekommen und die ist genauso scheiße wie vorher. Hey. Also, legit, wir haben einfach nur gesagt bekommen, kümmere dich mal hier drum. Da ist schon wieder irgendein Banditenlager. Ich glaube, mehr passiert da auch nicht. Also, ich bin mir sicher, dass da nichts mehr passiert. Dementsprechend werden wir uns jetzt um andere Dinge kümmern. Best Sherlock. So, Schlangennest, Vergeltung. Der will immer noch. Oh Gott. Bro. Bro. Wo ist das denn? Ja, oder wir machen erstmal was Entspanntes. Ich habe da auch noch eine andere Quest gesehen. Also das machen wir später. Liebeswerben können wir auch machen. Die alte Dirne. Fest mal für Bettler. Ja. Aber das geht auch, wenn der. Scheiße, ich habe mich behindert gefahren. Egal. Hasenfleisch. So. Inventar damit. Geht das? Also kann ich das? Hoffentlich. Also klar, ist ein bisschen scheiße von mir, dass jetzt. Gott schütze dich. Ja, ja. Lebe wohl. Nee, es funktioniert nicht. Ich muss. Das mache ich aber offscreen. Ich werde jetzt nicht wieder in den Wald da flippern. Okay. Das haben wir verkackt. Ja. Ja, dann machen wir diese Entspannungsmission, von der ich geredet habe. Es gibt hier nämlich mächtiger als das Schwert. So. Hasenfleisch bringen. Machen wir einfach die Schnellreise eben kurz und danach. Nee, es geht nämlich darum, dass das war doch dieser Uschitz-Dude. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, ich sollte da zurückkommen und dann bringt er mir richtig Lesen bei. Irgendwie sollte ich auch rausfinden. Also ich sollte definitiv besser werden darin. Wenn ich hier nicht ausgeraubt werde, weiß ich auch nicht. Pilger. Ignorieren. Das werde ich nicht tun. So, stimmt. Ich habe nämlich noch was gefunden. Das hätten wir vielleicht vorher aktivieren sollen, aber scheiß drauf. Warte. Warum höre ich einen Dude, der über Meerrettiche redet? Schwert haben wir erstens das hier. Zornhauer. Was für Langschwert. Kurzschwert. Wir benutzen ein Händlerschwert, ne? Da ist ein Langschwert. Wusste ich gar nicht. Dann ist ja hier. Zuschlagen, zustechen, zustechen.
Zuschlagen, zuschlagen, zustechen, zustechen. Oh, einfach viermal zuschlagen drücken. Hier den Angriff des Gegners mit einem schnellen, zornigen aus dem X heraus von deiner linken Schulter zur Seite und stoß die Schwertspitze direkt zur Brust des Gegners. Machen wir. Wir hatten hier noch Trinkfässer. Das werde ich nicht benutzen. Marathonläufer. Wir hatten nämlich noch irgendwie, ich weiß nicht mehr, Blutrausch, nachdem du deinen Gegner geschlagen hast und deine Angriffe für eine Weile wirkungsvoll und deine Ausdauer erinnert sich schnell. Das ist cool. Deine Gesundheit auf ein Minimum abfällt, wirst du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich viermal. Heilige Scheiße. Dich 5 Tage in Folge nicht überfrisst und auch hast du einen Bonus. Schnell wieder Wind. Marathonläufer. Ach kacke, jetzt habe ich das. Jetzt kann ich das nicht mehr nehmen, ne? Ja, okay. Aber ich würde offen gesagt den Osche hier nehmen. Weil wenn wir jemanden besiegen, dass unser Dings dann schneller wird, ist schon... Ne, wir hatten eigentlich einen Perk, mit dem wir... Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Mit dem konnten wir auf jeden Fall hier Shit machen. Darf ich da rein? Bro. Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Ja. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Oh, fuck. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen. Und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. Shit the fuck. Ja, das war... Oh nein, das hier ist wahrscheinlich das Buch. Na? Oder? Ja. Null su est liber tam malus ut non aliqua arte prosit libri muti magistri snut. Optimus orator est qui pauxi verbibs plurima dicti dicit. Ich kann das Ding auch einfach einstecken. Okay, wir haben was gelesen. Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? Nullo es lieber ut non parte postri. Da aliqua. Nullus est lieber tam malus. Ut non aliqua parte prosit. Aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich! Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon... Aha, oh, weiser. Gebildet. Abgeschlossen. Wir sind jetzt Gelehrter. Ja, aber ich kann die Wörter doch trotzdem noch nicht verstehen. Cringe. So, wie sieht das überhaupt aus? Wo sollen wir jetzt hin? Wir können jetzt halt die ganze Zeit irgendwie Leute da wegschlachten. Liebesverben.
Maskerade, das werden wir nicht machen, weil das bedeutet Ärger. Ruheloser Geist. Ein Mann. Das werde ich nicht machen. Rataya-Turnier, fest mal für die Bettler. Ja, komm, ziehen wir uns die Plünderer weg. Und fest mal für den Bettler mache ich dann wieder offscreen. Ich meine, wenn sie hier in der Nähe sind. Nee, sind sie überhaupt nicht. Aber egal. Ziehen wir sie weg. Ja, ich meine, wir können jetzt auch mal ein bisschen versuchen, die zu Fuß wegzurömern. Gucken, wie gut wir da vorankommen. Weil irgendwie müssen wir das ja. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich diese Schlösserknacken-Geschichten da, dass wir das irgendwie hinkriegen sollten. Ja, oder warte, können wir nicht auch einfach das Turnier... Ja, jetzt sind wir schon mal hier in der Nähe. Ja. Ja. Fehlgeschlagen. Weiß ich jetzt nicht, ob das fehlgeschlagen gilt. So, ihr lieben Räubkes. Sei da. Egal, ich komme nicht durch. Na komm. Ja. Ja. Also wenn mich so ein Wanderer sieht, dann erschreckt er sich zu Tode. Ach. Ja. Nein! Zu den Waffen! Hier rüber! Hier drüben! Du dreckiges, dummes Pferd! Lass mich! Digga! Ja, Digga, ich bin... Ja. Das werde ich, glaube ich, offline nochmal machen müssen. Ja, Digga. Ja, Digga. Ich kann... Willst du mich verarschen? Digga, ich... Was ist los? Komm schon! Das wird ein Himmel! Nein! Verschone mich bitte! Digga, ich kann nicht mehr. Wenn ich noch weiter von diesem Dude in die Mangel genommen werde. Ja, das war's. Ich kann nicht mehr. Willst du mich verarschen? Okay, ich muss da klüger rangehen. Geh mir da klüger ran. Bitte sag mir jetzt nicht, dass der ganze Fortschritt weg ist. Nee, ist es nicht. Oh, Gott sei Dank. Die Mission ist abgeschlossen, ne? Questlog. Mächtiger als das Schwert ist immer noch abgeschlossen. Okay. Wie wär's, wenn wir da uns in der Nähe davon absteigen. Wir sind ja oberhalb des Feldes. Das heißt, theoretisch müssten wir
Ah, ich hab schon wieder die falsche Mission ausgewählt, ne? Ne, hab ich nicht. Doch, hab ich. Ne, wenn wir nämlich oberhalb des Feldes sind, dann müssten wir auch einfach mit dem Bogen runterschießen können. Weil wir kommen ja von der Richtung rein, wo wir halt auf dem Berg sind, ne? Ach, machen wir die Folge heute mal ein bisschen länger. Ich will auch mal einen Erfolg haben, was der ganze Shit da angeht. Wenn wir den Bogenschützen nämlich wegkriegen, der Rest ist ja kein Problem. Wir kriegen die ja. Hat man ja gesehen. Man muss ja einfach Kombos und so ein Shit machen. Und wenn wir dann eine schnellere Ausdauerregeneration haben als die, dann haben die eh schon verloren. Weil dann ist es ja nur noch ein Numbers Game. Also wenn man das so sagen darf. So. Jetzt müssen wir einfach hier wieder lang. Hier oben war es. Ja, hier oben war es und dann einfach rechts runter. Ist es dann irgendwann? Ja. Hier rechts runter, ne? Dann machen wir hier, gehen wir mal runter vom Pferd. Jetzt holen wir uns den Bogen, der 6er Stärke verlangt. Weil wir haben Stärke 9. Das heißt, wir können den verwenden. Tiererbogen können wir nicht verwenden. Jagd, spitze Pfeile, Langstrecken, Wundpfeile. Was sind Wundpfeile? Okay. Jagdpfeile nehme ich auch an mich. Und dann ausrüsten. Wir haben nämlich den High Ground. Und nein, für jeden, der jetzt Obi-Wan Kenobi darin sieht, bitte tut es nicht. Da sind sie. Ich sehe sie. Jetzt muss ich nämlich nur noch geübt da reinschießen. Habe ich einen Pfeil genommen. Lack. Nimm alle. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank? Okay, der rannte. Ja, leck mich, Digga. Nein! Naja, der trifft mich. Der trifft mich sowas von. Heilige Scheiße. Willst du mich verarschen? Komm her! Doch.
Uiuiuiui. Schlachte dich ab! Nee, Digga.